haben jetzt diesen. Place on again, and there I go.
the road. I'm feeling the eyes up on you, shaking the cool. Your tender tells somebody just what to explore. As a woman's a man, I always see my mind. Don't you make a mistake. Here I am on the road again. But there I am upon the stage. Ringing in your room, smoking cigarettes, remembering what she said. Hey!
Open mind for a day from you.
Thank you.
Egal was passiert, ihr klatscht einfach weiter im Takt. Ich versuche ihn vorzugeben. Falls ich ungeahnterweise umfallen sollte und wie so ein Maikäfer auf dem Rücken liegen und mit allen Vieren von mir strecken sollte, schickt einfach so 5, 6, 7 hübsche Frauen nach vorne. Die sollen mich ganz langsam, so eine halbe Stunde, könnt ihr sich ruhig Zeit lassen, aufheben. Ihr anderen dreht euch einfach um, trinkt ein Bier, klatscht einfach weiter, kriegen wir alles hin. Kriegen wir hin, oder? He's a waste of
Thank you.
Um Dankeschön zu sagen. Natürlich erstmal ganz, ganz dickes Dankeschön an die Veranstalter hier vom Kulturzelt, so quasi nach 2 Jahren Corona-Pause, dass die sowas durchziehen und so geile Bands immer hier haben und vor allen Dingen, dass ich heute Abend auch hier sein darf. Dafür erstmal ganz, ganz dickes Dankeschön.
Dann ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich mich bei jemandem bedanke, der seit über 26 Jahren neben meiner Seite, vor meiner Seite, also quasi um mich drumherum und bei mir steht. Das ist nämlich meine Familie und insbesondere meine Frau, der ich übrigens vor 6 Jahren hier beim letzten Support von Doro einen Heiratsantrag gemacht habe. Ich kann euch sagen, wir sind mit allen Ecken und Kanten, was dazugehört, immer noch glücklich zusammen mit allen Höhen und Tiefen, was dazugehört. Dann möchte ich mich von Herzen gerne bedanken. Ich glaube, der eine oder andere von euch kennt das. Wahre Freunde im Leben, die gibt es, glaube ich, so oft, dass man sie maximal an einer Hand aufzählen kann. Ich habe bis vor 7 Jahren das Wort Freundschaft eigentlich nicht mehr benutzt. Habe ich mich ganz, ganz schwer mitgetan. Und so über die Corona-Zeit habe ich jemanden kennengelernt. Der hat im Übrigen einen ganz geilen Campingplatz in Naumburg, da müsst ihr mal vorbeischauen, ich bin da auch sehr oft. Das ist der Sven Bettermann, der ist mir ans Herz gewachsen, der ist heute Abend hier. Lieber Sven, schön, dass du da bist. War mir persönlich wirklich eine ganz besonders wichtige Sache. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Dann noch, auch wenn es vielleicht ein bisschen nervig ist, es ist mir aber von Herzen ganz, ganz wichtig, dass ich das loswerde. Dann noch 2 Dankeschöns und zwar einmal an einen Freund, den ich ungefähr seit 20 Jahren aus den Augen verloren habe, der aber heute Abend auch hier ist. Und das ist der Wolfi. Wolfi, schön, dass du da bist. Und dann natürlich last but not least an das geilste Publikum der Welt und an Doro Pesch, dass ich heute hier sein darf. Dankeschön!
La, la, la.